Hallo und willkommen zu einem weiteren Diktat aus unserer Reihe Deutsch üben. Diesmal Diktat Nummer 33, Niveaustufe circa B1, B2. Und es sind ungefähr 177 Wörter. Das heißt, es ist ein bisschen länger. Wie gehen wir vor? Wie immer brauchst du natürlich etwas zum Schreiben, Papier und einen Stift. Du schreibst den Text, den ich dann gleich diktiere, und wenn wir fertig sind, zeige ich dir die Musterlösung und du kannst deine Fehler korrigieren, sofern du überhaupt welche gemacht hast. Bevor es losgeht, ich lese den Satz oder jeden Satz zweimal, einmal den ganzen Satz und dann diktiere ich ihn nochmal. Du hörst zu und schreibst mit und ergänzt bitte auch die Satzzeichen. So, und es geht los. Thema ist Schule und die Überschrift lautet Schulstress. Schulstress. Und der erste Satz, ich lese ihn kurz vor. Die Nerven der Jugendlichen werden heutzutage besonders strapaziert. Und du schreibst bitte mit, die Nerven der Jugendlichen. Die Nerven der Jugendlichen werden heutzutage besonders strapaziert. Die Nerven der Jugendlichen werden heutzutage besonders strapaziert. Nächster Satz. In der Schule wird ständig ihre Konzentrationsfähigkeit ausgetestet. Und wir schreiben, in der Schule wird ständig ihre Konzentrationsfähigkeit, wird ständig ihre Konzentrationsfähigkeit ausgetestet. Wird ständig ihre Konzentrationsfähigkeit ausgetestet. Nächster Satz, der ist ziemlich lang. Sie sollen still und diszipliniert anstrengende Mathematikstunden überstehen und nachmittags während der Informatik AG auch noch ihre technische Versiertheit unter Beweis stellen, indem sie den Lehrern dabei helfen, Programme auf die alten Schulcomputer zu installieren. Okay, also, wir legen los. Sie sollen still und diszipliniert anstrengende Mathematikstunden überstehen und nachmittags während der Informatik AG heißt Arbeitsgruppe oder Arbeitsgemeinschaft, während der Informatik AG auch noch ihre technische Versiertheit unter Beweis stellen, indem sie den Lehrern dabei helfen, Programme auf die alten Schulcomputer zu installieren. Nächster Satz. In einem Moment wird man in der Chemie schädlichen Gasen ausgesetzt. Im nächsten komponiert man Stücke mit einem exzentrischen Musiklehrer.
Und es geht los. In einem Moment, in einem Moment wird man in der Chemie, in einem Moment wird man in der Chemie schädlichen Gasen ausgesetzt, schädlichen Gasen ausgesetzt. Im nächsten komponiert man, im nächsten komponiert man Stücke, im nächsten komponiert man Stücke mit einem exzentrischen Musiklehrer. Mit einem exzentrischen Musiklehrer. Nächster Satz. Hinzu kommen noch stundenlange Konflikte wegen vergessener Hausaufgaben oder Verspätungen. Und wir schreiben, hinzu kommen noch stundenlange Konflikte. Hinzu kommen noch stundenlange Konflikte wegen vergessener Hausaufgaben oder Verspätungen. Nächster Satz. Ständig steht man unter dem Druck, exzellente Noten nach Hause bringen zu müssen. Und es geht los. Ständig steht man unter dem Druck. Ständig steht man unter dem Druck. Exzellente Noten nach Hause bringen zu müssen. Exzellente Noten nach Hause bringen zu müssen. Nächster Satz. Doch was wissen die Lehrer schon vom Stress der Schüler? Und es geht los. Doch was wissen die Lehrer? Doch was wissen die Lehrer schon? Doch was wissen die Lehrer schon vom Stress der Schüler? Vom Stress der Schüler. Nächster Satz. Schulstress kann schließlich substanzielle Auswirkungen auf deren Verhalten haben. Schulstress kann schließlich substanzielle Auswirkungen auf deren Verhalten haben. Substanzielle Auswirkungen auf deren Verhalten haben. Nächster kurzer Satz. Entspannung suchen viele Jugendliche immer mehr im kommerziellen Bereich. Und es geht los. Entspannung suchen viele Jugendliche. Entspannung suchen viele Jugendliche immer mehr im kommerziellen Bereich. Im kommerziellen Bereich. Und jetzt kommt wieder ein langer Satz. An warmen Sommerabenden wird das Familienbudget missbraucht, wenn man sich von der volljährigen Schwester im schwarzen Cabriolet, wenn auch ein etwas älteres Modell, durch die City fahren und in der Eisdiele auf der Shoppingroute ein großes Schokoladeneis servieren lässt.
Und es geht los. An warmen Sommerabenden, an warmen Sommerabenden wird das Familienbudget missbraucht, wenn man sich von der volljährigen Schwester, wenn man sich von der volljährigen Schwester im schwarzen Cabriolet, wenn auch ein etwas älteres Modell, wenn auch ein etwas älteres Modell durch die City fahren und in der Eisdiele durch die City fahren und in der Eisdiele auf der Shoppingroute, ein Wort, auf der Shoppingroute ein großes Schokoladeneis, ein großes Schokoladeneis servieren lässt, ein großes Schokoladeneis servieren lässt. Letzter Satz. Nachdem also am Wochenende das Portemonnaie geplündert wurde, kann man mit frischem Elan dem Schulstress entgegensehen. Und los geht's. Nachdem also am Wochenende, nachdem also am Wochenende das Portemonnaie geplündert wurde, das Portemonnaie geplündert wurde, kann man mit frischem Elan dem Schulstress entgegensehen. Mit frischem Elan dem Schulstress entgegensehen. Gut, das war's. Ende des Diktats. Und jetzt schauen wir uns die Lösung an. Die Überschrift Schulstress mit Doppel-S. Die Nerven der Jugendlichen werden heutzutage besonders strapaziert. Punkt. In der Schule wird ständig oder ständig ihre Konzentrationsfähigkeit ausgetestet. Punkt. Sie sollen still und diszipliniert anstrengende Mathematikstunden überstehen und nachmittags, klein geschrieben, während der Informatik-AG, ich habe es hier mit Bindestrich geschrieben, wenn man es separat schreibt, geht auch, während der Informatik-AG auch noch ihre technische Versiertheit unter Beweis stellen, indem sie den Lehrern dabei helfen, Programme auf die alten Schulcomputer zu installieren. Punkt. In einem Moment wird man in der Chemie schädlichen Gasen ausgesetzt, im nächsten komponiert man Stücke mit einem exzentrischen Musiklehrer. Punkt. Hinzu kommen noch stundenlange Konflikte,
wegen vergessener Hausaufgaben oder Verspätungen. Punkt. Ständig steht man unter dem Druck, Komma, exzellente Noten nach Hause bringen zu müssen. Punkt. Doch was wissen die Lehrer schon vom Stress der Schüler? Fragezeichen. Das war das Ende des Satzes. Danach, Schulstress kann schließlich substanzielle Auswirkungen auf deren Verhalten haben. Punkt. Entspannung suchen viele Jugendliche immer mehr im kommerziellen Bereich. Punkt. An warmen Sommerabenden wird das Familienbudget missbraucht, Komma, wenn man sich von der volljährigen Schwester im schwarzen Cabriolet, Komma, wenn auch ein etwas älteres Modell, Komma, man könnte hier auch statt dem Komma jeweils einen Gedankenstrich einfügen, durch die City fahren und in der Eisdiele auf der Shoppingroute ein großes Schokoladeneis servieren lässt. Punkt. Nachdem also am Wochenende das Portemonnaie, entweder die französische Schreibweise oder die angepasste in Klammern Portemonnaie, beides richtig, das Portemonnaie geplündert wurde, Komma, kann man mit frischem Elan dem Schulstress entgegensehen. Punkt. Ja, ich hoffe, ihr habt alles soweit richtig. In jedem Fall bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Erfolg beim Deutschüben.